ich bin Brooke Burke. Ich spiele Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Im Spiel eine Rennfahrerin darzustellen, hat mir viel Spaß gemacht. Aber auf der Straße fahre ich immer vorsichtig und verantwortungsbewusst. Rennen solltet ihr wirklich nur in Underground 2 fahren. Und denkt immer daran, euch anzuschnallen und euch an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Guys, what's up? Hier ist mal wieder Roxa mit dem neuen Gameplay-Commentary. Und ja, wie ihr seht, ist es heute mal ein bisschen was anderes. Ihr habt jetzt auch schon das Intro gesehen. Es ist Need for Speed Underground 2. Und ich erstelle jetzt gleich eine brandneue Karriere nur für euch. Und ja, ich will ein neues Profil erstellen. Und wie nennen wir uns denn? Machen wir was ganz Lustiges. MW. Nee, das ist schwul. Aber so einen richtig coolen Owner-Name. Ariel. Das ist doch cool. Ja. Ja. Story Mode. Oh, wie ihr seht, ich war der übelste Becher. Alle weggerabt. Alle Chicks gehabt. Yo, yo. Aber dann. Da 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 dam. Auftritt des Bösen. Du gefällst uns. In meinem Team wäre noch ein Platz für dich frei. Eine andere Antwort als ja zählt nicht. Na, wie sieht's aus? Ja, gut. Schau mal vorbei. Hier geht voll die Party ab und alle warten auf den Star. Gib Gas und komm her. Hallo? Hallo? Übelster Crash. Ein tragischer Tag in der Geschichte um Mittelerde. Ja, alles okay. Ich musste mich nur gerade um ein kleines Problem kümmern. Der Sensemann. Müssen wir uns alles merken. Rechnen wir noch alles ab nachher. Yeah. Housemusic.com. Den ja. Kopf frei, kann ich gut verstehen. Pass auf, meine Freundin Rachel wartet in Bayview auf dich. Sie leiht dir ihren Wagen. Er steht schon am Flughafen. Er ist ihr größter Schatz, also Vorsicht. Viel Glück. Wir sehen uns. Jupp, Samantha. Samantha. Wir sehen uns.
Yay, da geht's auch schon los. Ladebildschirm. So. Hey, alles klar? Ich bin Rachel, Samanthas Freundin. Hab gehört, dass deine Maschine gelandet ist. Willkommen in Bayview. Hallo. Falls du es nicht schon erraten hast, das, was du hier hörst, ist das Kurzmitteilungssystem, auch SMS. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, deshalb habe ich schon mal alles eingestellt. Jo, doch. Lies dir am besten die Anleitung durch. Mhm. Lass mal stecken, du. Wirf einen Blick auf die Minikarte. Sie ist einfach zu benutzen und du solltest dich daran gewöhnen. Die Stadt ist groß, weißt du? Ich brauche meinen Wagen bald wieder, also komm bitte zum Autohändler, der auf der Minikarte markiert ist. Ja, das machen wir doch. Aber zuallererst, sorry Leute, muss ich aber hier erstmal ein bisschen die Lautstärke runterschrauben. Das gehört ja verboten. Das ist wirklich sehr laut. Mal gucken, wie es ist. Ja. Ich denke, so ist das doch. Alrighty, Wan. Ja gut, wie ihr jetzt schon im Intro und in diesem stundenlangen Vorgelaber da gesehen habt, war ich in irgendeiner anderen Stadt ziemlich gut. Hey Rachel, alles klar? Hab gehört, dass in Fort Union einiges los sein wird. Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wäre ein einfaches Ding. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück! Na, ihr seid immer da dabei. Ja, also ich hab da irgendwie, war ich übelst gut. Und dann wurde ich hier heimtückisch ermordet. Nee, nicht ermordet. Ich bin dick. Okay. Ja, und jetzt bin ich in dieser neuen Stadt angekommen. Hab hier das Auto von der Rache, das sie mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und, hab jetzt. Soll ich eigentlich damit nur zum Autohändler fahren, aber ich bin ein Fuchs. Alter! Ich bin ein Fuchs. Und deswegen, mache ich diese Rennen, die es da jetzt schon gibt, mache ich einfach mal. Um mir das Geld zu luxen. Und dann, habe ich ein bisschen mehr Geld und kann mir vielleicht schon eine bessere Karre kaufen. Ja. So viel zum erstmal jetzt zum Spiel oder Gameplay und ich bin ein Vollidiot, weil ich jetzt hier voll den Umweg fahre. Aber egal. Ja. So, und jetzt werden sich natürlich viele fragen, oh, Roxor, was machst du? Ich denke, das ist ein Call of Duty Kanal. Ja, ist es eigentlich auch. Aber ich habe mir überlegt, wie kriege ich wieder ein bisschen Spannung in den Kanal und wie kriege ich auch hin, dass es mir ein bisschen wieder mehr Spaß macht. Zu kommentieren und Sachen hochzuladen. Und ME2, ich weiß nicht, aber es ist einfach ausgelutscht und ausgeloddelt. Da lässt sich nichts mehr raussaugen, finde ich. Weil einfach, zack, alles schon mal da war. Und einfach alles schon mal da, ja, da war und man einfach nichts mehr oben draufsetzen kann, finde ich. Außer jetzt natürlich eine Penta-Nuke. Aber sonst ist es schon relativ. Ja, aufgebraucht das Spiel und jetzt habe ich mir überlegt, so lange bis MW3 rauskommt, beziehungsweise bis ich mir MW3 kaufe, mache ich einfach mal ein Let's Play und ja, wie ich dazu gekommen bin, naja, ich sitze vor dem PC und denke so, also ein Let's Play soll es sein, gucke ich so rüber auf meine Spielesammlung, die so neben, da muss ich rüber, die so neben meinem PC steht und guck so, fuck, das erste was ich sehe ist halt so Need for Speed Underground 2. Oh, es war so klar, es ist immer hinter diesen Dingern. Komm. Ja, gut, dass es einfach stehen bleibt, die Scheißkarre. Und das habe ich halt früher ziemlich oft gespielt und hat übelst Spaß gemacht früher auch. Deswegen habe ich mir gedacht, yo,
das spielst du nochmal. Kannst du auch Let's Play, ein bisschen live dazu labern. Und ja, hier bin ich. Das ist jetzt der erste Teil. Da müssen wir mal schauen, wie es euch so gefällt. Und what else? Auf jeden Fall gucke ich dann mal, ob ich das so weitermache oder beibehalte. Und ob das so eine neue Serie wird. Oh, nichtsdestotrotz bin ich hier halt gerade übelst am Gewinnen. Hier 10 Sekunden Vorsprung auf den zweiten. Ich meine, das spricht natürlich eindeutig für das Talent des Fahrers. Und ja, generell zu diesem Need for Speed ist zu sagen, dass ich jetzt hier erstmal gewonnen habe. Und. Ja. Und ja, wie ihr seht, habe ich da jetzt gewonnen. Und mal gucken, wie viele Rufpunkte. Ich hoffe 300. Das wäre, oh, fail. Ja, 300, 200. Perfekt. Jetzt will ich das hier natürlich alles speichern. Ja. Und Mann, wo bleibst du? Hast du dich verfahren oder was? Du findest den Automarkt auf der Minikarte. Beeil dich und komm her. Ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Nitro Show. Ja, ich habe die ganze Nacht Zeit und deswegen denke ich, mache ich jetzt hier erstmal Schluss. Das war der erste Teil. Ja, wenn es euch gefallen hat, wäre ein Kommentar und so natürlich nice. Wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall, see ya.